So, guten Morgen. Schaut's denn aus mit Hunger? Es geht. Aber wie gesagt, an den Hut muss ich mich selber erstmal gewöhnen. Das ist auch ein Chaperon, glaube ich, gell? So, einmal Frühstück. Was ich bisher noch gar nie probiert habe, ich habe da öfters mal irgendwas reingemischt ins Essen. Also, wenn ich gedacht habe, es ist sinnvoll. Bisher war es offensichtlich auch nie sinnvoll. Oh, sie haben da nicht gegessen. Vielleicht muss ich mir einfach mal irgendwann so einen Scherz erlauben. Ja! So, würde ich sagen, wir machen es nochmal schick hier im Badhaus. Und da bin ich aber auch gespannt, wann der Kowalski da mal anschlägt, nachdem er jetzt suchen kann. Hier ist noch gar nicht geöffnet, oder? Hallo? Nee. Wir noch Ärger bekommen hier. Dann warten wir einfach hier eine Stunde. Komm, warten wir lieber 3 Stunden, wer weiß. Und dann darf ich auf alle Fälle nicht die große Prozedur nehmen, das dauert zu lang. Ich wäre irgendwie davon ausgegangen, dass sie die ganze Nacht offen hätten. Aber gut, 24 Stunden Badhaus macht auch keinen allzu großen Sinn. Für den Hans Chapon, für den Hans Capon machen sie aber dann doch länger auf. Ist auch bis in der Früh, oder? Mensch, was mir gerade einfällt, wie schaut es denn aus mit meinen Klamotten, die ich anhab? Was kann ich denn da reparieren? Schneider groß. Ich habe nichts zum Kombinieren, okay. Ist also alles in Ordnung. Kriegswams. Wir haben jetzt auch nicht so viel eingeschickt beim Hauptmann Bernhard. So. Gott schütze dich. Was gibt's denn hier zu handeln? Fertigkeitsbuch Marathon 1. Ich habe Marathon 1 noch nicht gelesen. Das kann nicht sein, oder? Ja, kauf es mal. Bockblut, Ausdauertrank. Ist da was? Dann nehmen wir auch nochmal 2 mit. Wir dann 500 Lebenspunkte, Liebestrunk, Ringelblumen, Aufguss haben wir genügend, Salbe. Erhöht für 10 Minuten Agilität und Verteidigung um 5 Punkte. Dann nehmen wir auch nochmal 3 mit. Okay. Aqua Vitalis. Du fühlst dich wie Achilles, dass ich die Tränke... Aber gut, ich habe nur wenig mit Tränken gearbeitet bisher. Ach, für 5 Minuten ist der erlittene Schaden um 50% verringert. Das ist richtig gut, ja. Nehmen wir gleich mal alle 5 mit. Und Bockblut, Ausdauertrank. Da habe ich schon ein paar gekauft. Das passt doch. Aber ich würde sagen, wir falschen hier. Wir waren noch oft genug hier schon im Badhaus. Ist gut. Was sagst du dazu? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Kriegst du, solange wir unter 1000 bleiben, ist alles in Ordnung. Wir haben es ja, wir müssen ja auch bloß noch nach Pribislavitz. Da müsste man sicherlich jetzt auch bald die Kirche. Ist die Frage. Nicht, dass wir einen Ausflug machen mit Theresa, was ich mir alles vorstelle, was mit Theresa alles zu machen sei, gell? Aber falls sie einen Ausflug machen will und ich das Dorf zeigen will, sollte doch die Kirche zumindest wieder ganz passabel aussehen, oder? Die habe ich noch gar nicht renoviert. Ich möchte etwas bestellen. Aha, und was darf es sein? Bad nehmen, meine Kleider reinigen lassen. Ich brauche ein Bad und saubere Kleider. Natürlich, aber zuerst das Geld. Gut, bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Ich setze die selten ein, die Sachen, Peter Quinn.
Ah, das ging schnell. Das ging sogar sehr schnell und immer noch immer Zeit. Aber wir können ja mal gemütlich hoch zum Galgenberg reiten. Das schafft Heinrich meistens nicht. Wisst ihr was? Wir könnten eigentlich mal außenrum reiten. Einfach mal sehen, was in der Gegend hier noch so los ist. Jetzt sind wir schon lange nicht mehr geritten. Da haben wir eh noch ein bisschen Zeit. Und ja, die letzten Stunden, keine Angst, die werde ich jetzt hier schon dann auch mit Schnellvorspulen sozusagen machen. Bin mal gespannt, ob der Hund mal auf irgendwas anspringt. Schon mal in der Hütte hier. Hör nicht abgesperrt. Und dann brechen wir eh nicht ein. Die Mumblü. Ich hätte gerne einen Blumenstrauß für Therese, habe ich. Ich überlege gerade, ob ich den im Garten hinten sammeln kann. Das war für die Quest extra, gell? Hallo? Das kommt davon, wenn man neugierig ist. Nichts passiert. Jetzt da den Berg nach, oder? Ja. Ja, gut. Also natürlich nicht gut, dass es eine Entzündung ist, aber gut, dass es eine leichte Entzündung ist. Ob ich noch die ganzen Schätze irgendwann heben sollte. Nötig habe ich es nicht unbedingt, gell? Und hier war noch irgendwo ein Vogelnest. Vielleicht räumen wir das noch aus. Wo war denn das jetzt hier? Muss an dem Baum sein. Ich weiß noch, ganz am Anfang des Spiels bin ich hier mal verzweifelt. Wahrscheinlich verzweifle ich wieder. Aber erstmal muss ich das Vogelnest dort finden. Oder habe ich schon mal runtergeschossen, nicht gefunden? Es liegt irgendwo im Gebüsch. Ach, Nest untersuchen, tatsächlich. Es ist leer. Es ist bereits geplündert. Okay. Ich glaube, es wird Zeit für die Hinrichtung. Vielleicht bin ich auch bloß ein bisschen nervös. Es ist meine erste Hinrichtung, der ich beiwohne. Jetzt der Weg weg hier. Da bin ich richtig, oder? Ja. So. Dann schauen wir mal. Wir springen vor auf... Ist das 13:30? Ist wahrscheinlich. Das wäre jetzt auch gut, wenn ich jetzt das überspringen würde. Ich habe bloß das Gefühl, wir würden da wirklich was verpassen. Satzimmer, Energie haben wir auch genügend und gesund sind wir sowieso. Wir haben ja immer schön viele Äpfel gegessen und verfaulte Salami. Warte hier auf mich. Ja. Bleib. Und bell nicht, bitte.
Der hat sich den besten Platz gesichert hier. Geht den runterschubsen. Gehen wir in die erste Reihe. Das Licht ist nicht günstig. Viertel vor zwei. Oder dreiviertel zwei, wie man sagt hier in Bayern. Gute Gesundheit. Glück und Gesundheit. Ich wollte mich eigentlich mit dir über die Hinrichtung unterhalten. Wer ist denn alles hier? Kennen wir jemanden? Carolina. Was willst du? Das weiß ich noch nicht. Was hast du denn anzubieten? Auf Wiedersehen. Vielleicht ergibt sich eine Ladenwache. Der Handwerker. Der Bruder. Was war denn mit dem Wolfram-Bruder? Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Möge Gott über dich wachen. Offensichtlich haben wir mit ihm schon gesprochen. So. Gleich geht's los. Machen, nee, oder? Nee, geht los. In deine Hände lege ich meinen Geist. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der mich mit seinem Blut erlöste, bitte ich dich, hab Gnade und lass mich aufsteigen in dein Himmelreich. Amen. Alles leer gekauft in Rattay. Ach so, nirgends was kaufen kann, weil alle hier sind. Was zum Teufel? Okay. Eins, zwei, drei Schläger da gebraucht. Oh nein, das ist das Fleischreißen, oder? Buh! Oh, allein die Vorstellung. Nein, 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 und tot. Stimmt, die haben wir vergiftet. Oh, Gott sei Dank. Ich bin jetzt zwar nicht empfindlich, aber allein die Vorstellung. Buh, Henker! Der kann ja nix. Buh! Sehr schön. Freut mich, dass wir dem Hermann da gefallen tun konnten. Nette Quest. Aufgabe abgeschlossen. Sieh dir die Hinrichtungen an. Mach's gut. Ne, mit denen habe ich schon gesprochen. Kann ich mit dem was reden? Der Tag sieht ja ganz anders aus, der Guttenburger Henker. Nee. Das wundert mich nicht. Ich war schon immer geschickt.
Das war gerade auf dem Kopf vom Henker. Sind da schon die Gräber ausgehoben? Oder habe ich das mal irgendwann ausgehoben? Wenn wir mal ehrlich sind, sieht es aus wie irgendwas, was ich ausgehoben habe und nicht mehr zugemacht habe. Allein wie du damals den Müller fertig gemacht hast. Ach, das war leicht. Er hat nur Mist erzählt. Trotzdem haben ihm alle zugehört, bis du ihm einen Dämpfer verpasst hast. Du auch? Ja, deswegen bist du gescheit und ich bin nicht das hellste Licht am Firmament. Okay. Gut gesagt. Kommst du morgen? Hab ein neues Lied vom Krämer. Da könnten wir uns dran versuchen. Ich werde da sein. Okay, ein neues Lied vom Krämer. Mhm. Warst du in Uschitze am Grab deiner Eltern? Ja, in diesem Jahr sind 12 Sommer, dass sie tot sind. Wie die Zeit. Okay, die sind schon ein bisschen länger tot hier, die Uschitzer. Eltern von ihm. Hermann, hast du gar nicht zugeschaut? Hast du das gesehen? Eine Schmach. In der Tat. Der Henker ist vor Scham fast im Erdboden versunken. Oh ja. Die ganze Menge hat sich schon diebisch gefreut. Und da vermasselt er gleich am Anfang das Köpfen. Und dann nimmt er die Zange und... und der Kerl beißt sofort ins Gras. Himmel, wie er geglotzt hat. Und dann, zornig wie ein wilder Hund, schnappt er sich den letzten... und schafft es nicht mal, ihn zu hängen. Ich bin dir ewig dankbar. Du hast meinen Arbeitsplatz ja, für die dich. Und verdienst eine Belohnung. Hab Dank. Was haben wir? Rezept Lazarus Elixier. Ja, gut. Was kosten? Rezept Trank des Verderbens. 400 Schnellzugriffgroschen. Okay. Hundemeister. Kannst du mir mit meinem Hund helfen? Selbstverständlich. Was kostet mich das? Ah, ich bin noch nicht Meister, gell? Nee. Ich will ein Meister werden. Ja, sind wir noch nicht. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du benötigst ein umfassendes Vorwissen, um ein Meister zu werden. Gut. Ich denke darüber nach. Dass ich kein Meister bin, sieht man daran, dass ich vergessen habe, den Kowalski... Ich wollte gerade sagen, dass ich vergessen habe, den Kowalski überhaupt zu mir zu rufen. Zu mir! Und Herr Buke auch. Okay. Sind wir bereit für neue Schandtaten? Ich würde sagen, 14 Uhr. Vielleicht sollte man nochmal mit dem Hans Capon reden, was der noch von uns will. Und danach gehen wir zu Theresa. Was für die Damen hier nicht über. Hey! Über den Haufen rennen. Nur deine Witze. Aber in Sternberg soll es vor einer Woche geschneit haben. Humbug. Wer sagt denn sowas? Geschneit. Ich kann bestätigen, dass es nicht geschneit hat. Es hat nur geregnet. Tag und Nacht. Jetzt muss ich wieder zum Rat machen. Pass auf, wo du hinreitest. Du hättest langsam mich fast umgebracht. So, jetzt wäre übrigens ein guter Zeitpunkt, um die ganzen Läden auszunehmen. Keiner mehr hier. Keiner bewacht die Läden noch. Ja. Schön. Aber es war auch echt zu erwarten, dass es mit dem Hermann, bisher haben wir die Quest mit dem Hermann alle gut gefallen. Ja. Ja.
So, schauen wir mal. Ja. Also ich bin mir sicher, diese DLC-Quest, die werden wir uns beim Razzikobilla abholen. Beim Razzikobilla müssen wir dann aber allerdings auch die Sache mit dem Verhör machen. Ich hoffe, ich kann da abzweigen. Einfach um nur mal sicher zu gehen, dass ich mir nicht mit dem Fortverlauf der Quests hier den DLC quasi kaputt mache. Questgeber. Muss dann irgendwo oben sein. Also hier irgendwo? Hier vielleicht Schloss knacken? Nee. Halte ich für keine gute Option. Hans? Ups. Hey du! Ja, geht schon raus. Was ist das hier? Ja, ich suche den Hans Capon. Ist der weiter oben? Oh, schnell weg. Mit dem möchte ich gerade nicht reden. Hans? Hans! Grüß dich, Oldshaus. Gut, dass du hier bist, Heinrich. Was ist los, Herr? Onkel, Herr Hanusch hat nach mir geschickt. Zweifelsohne, um mich wieder einmal zu belehren. Er sagte, ich soll dich mitbringen. Was hat das denn mit mir zu tun? Viel. Seit der Jagd hängst du schließlich mit drin. Boah, die Schlange her, die Jagd. Wir sollten aufbrechen, nicht wahr, Herr Hans? Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Schätze, ja. Ich habe dir ein paar meiner alten Kleider in eine Truhe gepackt. Du sollst vor Hanusch nicht schlecht dastehen. Bitte? Aber wie ich sehe, war das gar nicht nötig. Du siehst gut aus. Dankeschön. Danke, ich gab mir Mühe. Das freut mich jetzt auch, ja? Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Hol dir später aber trotzdem die Kleider ab. Sie sind etwas abgetragen, aber etwas Feineres bekommst du auf dem Lande nicht. Wo kann ich das abholen? Sieh an, mein Mündel und sein, wie nennen wir ihn, Aufpasser? Okay. Mein Herr? Natürlich, Herr Hans Alerius, hast recht. Ich habe euch nicht bei etwas Wichtigem gestört. Keineswegs, Onkel, wir waren beim nur... Beim Saufen und Rumhuren zum Beispiel? Onkel, ich kann das... Oder ihr wart beschäftigt, habt Unruhe gestiftet und euch mitten in der Nacht mit meinen Untertanen geprügelt? Nein, so war es nicht. Heinrich und ich haben... Heinrich ist genauso ein Narr wie du. Nur ist er nicht mein Mündel, Gott sei Dank. Was zum Henker denkt ihr zwar euch eigentlich? Die Leute auf meinem Land arbeiten sich die Rücken krumm, um etwas Essen auf den Tisch zu bekommen und auf den euren, wenn ich euch erinnern darf. Und was sehen sie, Hans, ihren Herrn und Meister, der nicht mehr ist als ein Trunkenbold? Der Mann, den ihr verprügelt habt, war eine Wache, ein neuer Mann der Stadtwache. Er konnte sich heute früh wegen seiner Verletzung nicht zum Dienst melden. Der Vogt war hier und hat sich beschwert. Denkt ihr etwa, dass ich ihm auch nur irgendwas entgegnen konnte? Ich hätte schon viel früher dahin müssen. Das hätte mich beschämt. Und auch euch zwei. Also musste ich stillschweigend dasitzen und mir seine Klagen anhören. Vielleicht glaubst du, dass du mit allem durchkommst, weil du hier der Herr bist. Aber da liegst du falsch, du Holzkopf! Ein Herr bleibt nur der Herr, solange er die Loyalität seiner Untertanen genießt. Und ich muss dir sicher nicht sagen, dass die Leute hier nicht gerade den Tag herbeisehen, an dem du übernimmst. Das war dein letztes Abenteuer, Capon. Noch eine Eskapade und ich schicke dich zu deiner Mutter nach Polna. Soll sie dich doch in Weiberkleider stecken und an irgendeinen Ungarn verschachern. Onkel, dieser Arsch... Archibald wollte mich umbringen. Was sollte ich tun? Ach, übertreib nicht so. Und selbst wenn, bin ich wenig überrascht, nachdem du sein Mädchen... Ach, das war das. Aber ich habe nur... Gottgütiger, hör auf zu winseln, Junge. Es wird Zeit, dass du endlich Verantwortung übernimmst. Ich habe eine Aufgabe für dich, die dich von Dummheiten abhalten sollte. Oh Gott. Herr Milota von Oleschna ist gekommen. Kennst du ihn? Ist das nicht Herrn Bernards Vetter? Ist er. Er kam auf der Suche nach Zuflucht mit seinem Gefolge zu uns. Er ist schwer verletzt. Was ist geschehen, mein Herr? Seine Burg Oleschna wurde von einem gewissen Wolflin von Kamberg überfallen.
Milota verfolgte ihn bis kurz vor Neuhof und stellte ihn. Leider ging der Kampf nicht gut für Milota aus. Wolflin von Kamberg, den kenne ich doch. Er ist mit den Herren von Uleschna verwandt, ein Vetter von Bernhard und Milota. Ihre Familienangelegenheiten sind etwas wirr. Geht mich natürlich nichts an. Ich wünschte nur, Sie hätten Ihre Streitigkeiten woanders ausgetragen. Was sollen wir tun, Herr? Geht zu Bernhard in den Burghof. Er hat Berichte gehört, dass Wolflin einige Höfe um Neuhof geplündert hat und versammelt nun einige Männer. Das Ganze ist eine Familienangelegenheit und bestimmt brodelt es unter der Oberfläche. Mhm. Am wichtigsten ist, dass ihr diesen Räuber aus dem Lehen vertreibt. Wenn möglich, ohne Blutvergießen. Ich will wegen dieser Sache keine Männer verlieren. Habt ihr verstanden? Ohne Blutvergießen? Ja, Herr. Jawohl, Onkel. An die Arbeit. Mit Blutvergießen wäre einfacher. Räuberbaron. Geht zu Hauptmann Bernhard und schließt dich seinem Trupp an. Ja, jetzt mal rumziehen. Jeder stirbt irgendwann. Das Kämpfen ist ein Geschäft wie jedes andere. Komm, wir ziehen mal schon was anderes an. Wo fangen wir an? Habe ich eigentlich Beine 1 nichts Besseres? Gambeson geteert. Oh ne, nehmen wir den Kriegsbams Orange. Kettenhemd Lang Edelkürass. Waffen Longinus. Jetzt ist die Frage, ob ich nicht erst noch hochgehen sollte zur Truhe. Scheiß Banditen. Ich schlage mich lieber mit anderen Adligen. Wieso? Banditen sind doch leichtere Beute, oder? Vielleicht. Ja, ist die Frage, ob wir jetzt noch schnell die Sachen aus der Burg holen. Maul nicht rum, du wirst doch bezahlt. Bringt mir nichts, wenn ich tot bin, oder? Wir reiten nochmal schon runter. Ich kenne mich, ich vergesse es nämlich. Hans, ich bin gleich wieder da. Herr Hans! Schauen wir nochmal schnell ins Zimmer rauf. Nicht, dass ich da eine wertvolle Belohnung nicht bekomme. Und wer weiß, vielleicht können wir die Sachen ja doch gebrauchen für irgendwas. Er meint ja auch unbedingt, ich soll sie mitnehmen. Es wird immer voller hier. War am Anfang ja in der Burg auch so viel los. Ich habe das Gefühl, dass hier immer mehr los ist. Hier ist keine Truhe. War das dieses Zimmer hier? So, ich glaube, das war ein Spann. Wahrscheinlich darf ich mir das nach der Quest abholen. Jetzt habe ich ein bisschen die Immersion gebrochen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass es vielleicht wichtig werden könnte. Dann halt mal zurück zu unserem Auftrag.
Da bin ich mal gespannt. Ohne Blutvergießen macht mich ein bisschen stutzig. Das heißt, wir müssen wieder List und Tücke anwenden und ich bin ja dann eher doch fürs Grobschlächtige zuständig hier. Jetzt hätten wir beinahe. Dann haben wir schon einen Haufen Kram. Okay.